Hallo und herzlich willkommen aus der Bastelgarage. Wie ihr gesehen habt im letzten Video, es wird wieder gebastelt und dieses Mal geht es um das Thema Holz. Ja, wir haben da so ein kleines Problem mit unserer R4. Die wiegt jetzt so 700 Kilo und wir dürfen maximal 1200 Kilo da reinpacken. Komplett mit uns. Also mit dem Fahrzeug und wir 1200 Kilo. Das heißt 500 Kilo Zuladung. Und wenn ich und Tascha schon da drin sitzen, ich mit meinen 30 Kilo und dann Tascha, dann haben wir schon ein paar Kilo verbraucht, die da rein dürfen. Also muss der Ausbau extrem leicht werden. Und wir dürfen nicht zu viel da reinpacken. Also es muss ja auch noch was in die Schubladen nachher. Ja, ich habe mich informiert über Holz, welche Holzart ich nutzen soll und. Da gibt es ja viele Sachen von Fichte, Pappel und, was man nutzen kann. Und als ich dann auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf war, da habe ich einen Kaffee getrunken mit dem Wolfgang von Green Akku. Und der hat mir von einer Holzart erzählt, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und zwar Paulownia oder Paulownia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ist ein Holz, was ursprünglich aus Asien kommt und man findet es online unter Kiribaum, unter Blauglockenbaum. Ja, dieses Paulownia-Holz hat einen Vorteil, das ist extrem leicht. Also das Stückchen hier fühlt sich an, als hätte ich ein Stück Styropor in der Hand. Und ich habe mich mit dem Wolfgang darüber unterhalten, das wird oft im Schiffsbau eingesetzt oder auch im Camperbereich, wahrscheinlich an Orten, wo man es nicht so merkt und sieht. Das hat viele Vorteile, dieses Holz. Natürlich auch ein paar Nachteile bringt es mit sich. Hier ist ein Stück Fichte. Hier merkt man schon, schwer, leicht. Ja, ich könnte es euch nicht vorstellen. Das ist wirklich cool. Natürlich, Fichte hier. Das Holz hat der größte Nachteil vom Holz, sag ich mal, das ist, ich kriege hier mit dem Nagel Dellen reingedrückt. Also, das ist doof. Es ist ziemlich druckempfindlich, kratzempfindlich. Und wenn ich hier irgendwo mit was gegenstoße, habe ich eine Beule drin. Bei Fichte, ich habe mal probiert hier, kriege ich auch mit dem Nagel hin. Aber man merkt, das ist schon härter. Das ist aber interessant. Dieses Holz hat viele interessante Merkmale. Der Kiribaum, fangen wir mal beim Baum an, wächst extrem schnell. Also in 10 Jahren habt ihr einen ausgewachsenen 18 cm Durchmesser, 20 cm Durchmesser Baum. Deshalb ist dieses Holz so rentabel. Es ist leicht anzubauen. Es wächst, es kommt aus Asien, wächst aber auch in unseren Breitengraden. Und ich glaube, es wurde schon im 17. Jahrhundert hier eingeschleppt. Ja, das macht das Holz auch ziemlich wichtig. Es werden keine irgendwelchen Wälder abgeholzt, um dieses Holz hier zu bekommen. Man kriegt es aus Plantagen, die extra für den Holzanbau angezüchtet wurden. Das ist zum Beispiel ein Riesenvorteil. Es ist leicht zu besorgen, es ist günstig in der Anschaffung. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Hier ist natürlich auch, wenn ich hier eine Schraube reindrehe oder in Eichenbalken mal eine Schraube reindrehe, den kriege ich nicht wieder raus. Wenn ich hier eine Schraube reindrehe, ich murks ein bisschen rum und schon habe ich die Schraube raus. Deshalb, darüber habe ich auch mit dem Wolfgang geredet und er hat auch gemeint, wenn du dieses Holz nutzt, keine Schraube. Was dann auch wieder interessant ist und ich mich einfach mal informieren muss, wie klebt man Holz zusammen? Ja, ich so, ist auch wieder eine Weltraumtechnik für sich, habe ich herausgefunden. Jeder hat da seine eigenen Methoden und Theorien, wie es am besten funktioniert. Ich habe mir mal zwei Arten von Klebern besorgt. Und zwar, Moment. Das ist Dekasyl. Dekasyl, alles Kleber, klebt alles. Und auch Holz. Das Coole ist, wenn man Stellen zusammenklebt, die flexibel bleiben sollen. Ein Fahrzeug bewegt sich.
dann ist Dekasyl perfekt. Es bleibt auch im trockenen Zustand beweglich und reißt nicht aus. Weiterhin habe ich mir besorgt einen stinknormalen Holzleim für großflächig zusammenzukleben, wenn es dann mal stabiler werden muss. Und mit diesen beiden Dinger, mit diesen beiden Klebern werde ich das ganze Fahrzeug oder den ganzen Ausbau zusammenkleben diesmal. Ich werde nichts in dieses Fahrzeug schrauben, außer es gibt schon irgendwo eine Halterung, wo ich meinen Ausbau dran befestigen kann. Wie zum Beispiel, ich habe hinten in dem Fahrzeug diese Halterungen für den Rücksitz zu befestigen. Daran werde ich dann auch meinen Ausbau befestigen und so muss ich nicht am Fahrzeug schrauben. Den ganzen Ausbau werde ich dann so zusammenbauen, damit ich den auch wieder rauskriege und am Fahrzeug nichts geändert wurde. Und dann kommt das Thema Kleben hinzu. Das wird dann interessant. Wie klebe ich das Ganze so zusammen, damit ich das auch wieder rauskriege im Nachhinein? Das ist dann mal der Plan. Paulownia, komischer Name. Dieses Holz werden wir nutzen, um unser Fahrzeug auszubauen. Und damit es nicht langweilig wird, fangen wir jetzt einfach mal an. Also Leute, dieses Holz verarbeiten, das ist ein Traum. Das lässt sich so einfach bearbeiten. Das geht durch die Säge wie Butter. Also damit
kann jeder arbeiten. Das einzige Problem, wirklich der Nachteil ist, man kann es nicht schrauben. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn die Schraubzwingen da runterkommen, wie stabil das Ganze sich anfühlt und ist, weil das Ganze ist immer noch so ein komisches Gefühl, wenn man damit arbeitet, weil es einfach so leicht ist. Schrauben ist ein No-Go. Ich habe mal was vorbereitet. Guckt euch das mal an. Hier ein altes Brett. Die Schraube kriege ich mit den Fingern da rein gedreht. Und wenn ich den Akkuschrauber dazu nutze, dann ist Schrauben versenken ein Kinderspiel. Das nenne ich Schrauben versenken. Das könnt ihr vergessen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn hier ein Brett dran ist und ich habe einen Winkel, forget it. Also das geht nicht. Das wird nie halten. Also wenn man in dem Bett rumtanzt nachher, dann ist alles kaputt. Dann kracht's. Das Coole ist, es ist trotzdem stabil. Wenn ich übers Knie ziehen will, hier, da braucht man richtige... Da braucht man richtig Kraft. Und das ist das, was richtig cool an dem Ding ist. Schrauben, nein, nur kleben, aber stabil. Komisches Zeug. Aber es geht weiter. Natürlich, wir gucken jetzt mal, wie es ist, wenn die Schraubzwingen runter sind. Und natürlich an der Optik muss gearbeitet werden. Denn so ein Ding, so eine Farbe, so eine Optik passt natürlich nicht in so ein altes Fahrzeug. Also wird der Brenner jetzt ausgepackt. Leute, richtig toll. Also mir gefällt diese Optik mega. Bin mal gespannt, wenn das noch behandelt ist, wie es dann wirkt. Aber bis jetzt ist das richtig toll. Ja, in puncto Stabilität, auch die Klebestellen. Hier, das ist alles richtig stabil geworden. Falls noch Fragen bleiben, guckt doch gerne mal auf pataschasworld.com vorbei. Da habe ich, glaube ich, die meisten Fragen schon beantwortet. Da gibt es alle Infos zu den Werkzeugen, zu den Materialien, die wir nutzen. Wenn dort noch Fragen sind, die sich nicht beantworten lassen, dann haut's in die Kommentare. Ansonsten findet ihr unter dem Video auch noch den Link zu Green Akku, wo ihr dieses geile, leichte Holz herbekommt. Und noch viele andere Sachen, die man braucht, um ein Fahrzeug auszubauen. Also guckt auch gerne mal dort vorbei. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann geht es darum, das Ganze mal zusammenzuschrauben. Gucken, ob es ins Fahrzeug passt.
und auch Schubladen da reinzubauen. Das wird ja auch noch spannend. Also bleibt dran, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Fliegt mir das Bad weg.